den Plattformen. Google, da muss man zustimmen. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer bestimmt ziemlich spannenden Veranstaltung mit meinem Kollegen. Mit Johann Satte, genau. Jetzt habe ich kleine Technikprobleme, wie das so ist, zuweilen beim Anfang. Also, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Russland-Veranstaltung mit Johann Satow. Johann Satow ist mein lieber Kollege, der sitzt immer in der Fraktion schräg vor mir. Das heißt, er hat vor mir gesessen, aber jetzt tagen wir ja alle nur noch virtuell. Das ist natürlich total schade. Und ich will auch sagen, dass ich eine ganz besondere Beziehung habe zu Johann Satow. Das will ich gleich erzählen. Erst ein paar Aspekte über sein Leben. Johann, du bist acht Jahre jünger als ich, das finde ich ja völlig ein Skandal. Und du warst hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Krummhörn. Und ich kann bestätigen, das erdet. Also es ist relativ häufig, dass du berichtest von deiner Zeit als Bürgermeister und du hast immer noch einen super Kontakt zu den Leuten und die sagen dir auch, was du machen sollst. Und als treue Abgeordnete machen wir das natürlich auch. Du bist in 2013 in den Bundestag gewählt worden für den Wahlkreis Aurich-Empen und 2017 auch. Und 2013 war auch das Jahr, in dem ich gewählt wurde in den Bundestag. Und daher, das vereint so ein bisschen, dass wir beide im gleichen Jahr in den Bundestag kommen, eigentlich ein Unterschied. Ich habe hier einen großstädtischen Wahlkreis und da musst du echt immer kämpfen, dass du die Mehrheit kriegst. Du hast, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, das beste Wahlergebnis aller sozialdemokratischen Abgeordneten gekriegt, als direkt Gewählter. Das liegt, glaube ich, an zwei Sachen. Zum einen ist das eine eher sozialdemokratische Ecke, aus der du kommst, aber zum anderen bist du auch einfach ein guter Typ. Das muss man auch einfach mal sagen. Deswegen haben die Leute dich gewählt, das finde ich großartig. Du bist der Vorsitzende der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen. Naja, Niedersachsen und dann sind nur zwei Bremer dabei, weil Bremen ist ja nun eher klein, das muss man ja sagen. Und du bist der im Grunde Hafenpolitiker unserer Fraktion. Du bist der Chef der Küstengang. Wir nennen das die Küstengang, da sind die ganzen Hafenstädte und Hafenanrainerstaaten drin. Und ich will sagen, dass ich bin ja Sozialausschussvorsitzender. Aber als ich das geworden bin, das muss ich ja mal erzählen, wollten das einige nicht. Und das hat eine Kampfkandidatur gegeben. Und Johann, da habe ich mich an dich gewandt um Unterstützung. Und du bist der Vorsitzende eben dieser Landesgruppe Bremen-Niedersachsen. Und du hast da gestanden. Und ich muss sagen, es gibt gewisse Dinge, die vergisst man Leuten ja nicht. Ne? Und das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das vergesse ich dir nicht, dass ich den Ausschussvorsitz gekriegt habe. Das lag nicht zuletzt an deiner Unterstützung. Das fand ich total super. Johann, du bist, was habe ich mir ausgeschrieben? Ich dachte, du wärst Russland-Koordinator. Das stimmt aber gar nicht. Du bist nämlich Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und den Ländern der östlichen Partnerschaft. Da muss man aber schon einen ziemlich großen Briefkopf haben, um das raufzuschreiben. Das ist wohl so. Ich will sagen, das weißt du vielleicht gar nicht. Ich habe mein erster Chef war Egon Bahr. Ich habe promoviert am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Das war damals noch im Wahlkreis Altona, nämlich in Blankenese. Jetzt ist das nach Eimsbüttel gezogen. Das ist ja der totale Skandal. Das ist der Wahlkreis von Nils Annen. Und nehme ich ihm ewig übel, dass er jetzt mal ein schönes Institut hat. Aber Egon Bahr ist natürlich die Ikone der sozialdemokratischen Ostpolitik. Und Egon Bahr ist ja noch vor gar nicht so langer Zeit gestorben. Und ich denke zuweilen, was würde Egon jetzt machen? Und ein Satz, den Egon Bahr gesagt hat, der geht mir eigentlich nicht aus dem Gedächtnis heraus. Er hat gesagt, Amerika ist unverzichtbar, Russland ist unverrückbar. Das fand ich einen ziemlich spannenden Satz, weil natürlich Russland ist da, wo es ist, da, wie es ist. Und Russland ist ein schwieriger Partner für uns. Und ich glaube, du wirst das bestätigen. Lieber Johann, vielleicht willst du noch ein paar einleitende Sätze auch sagen. Dennoch will ich dich gleich zu Anfang noch mal fragen, wie hast du dich eigentlich gefühlt, als du das Amt gekriegt hast, Russland-Koordinator? Ja, erstmal moin Matthias. Besten Dank für die Einladung auch zu diesem Talk. Ich finde das klasse, dass du auch mal an mich gedacht hast und dass ich bei dir dabei sein kann. Und besten Dank auch für die Einleitung. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge Talks irgendwie hinter mir.
zur Russlandpolitik, aber keiner ist so freundlich und nett eingeleitet, wie du ihn eingeleitet hast. Also ich schwebe jetzt auf Wolke 7 und ich habe wirklich nicht gewusst, dass du Mitarbeiter von Egon Bahr warst. Und du hast meinen uneingeschränkten Neid, nicht nur als Vorsitzender unserer AG, sondern auch in dieser Kategorie, weil das ganz, ganz wichtig ist, sich daran zu erinnern, was Egon Bahr und Willy Brandt, und Willy Brandt wird ja oft genannt, ich habe manchmal den Eindruck, Egon Bahr war vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger für Russland getan haben. Und der Satz, Amerika ist unverzichtbar, Russland ist unverrückbar. Ich würde ihn auch noch mal interpretieren für mich. Also Russland ist auch unverzichtbar, um das klar zu sagen aus meiner Sicht. Zwischen Amerika und Deutschland liegt der Atlantik. Und zwischen Deutschland und Russland liegt kein Meer. Es liegen zwar andere Länder noch dazwischen, aber wir teilen einen gemeinsamen Kontinent. Und das ist, glaube ich, auch das, was Egon Bahr geleitet hat, was Willy Brandt geleitet hat und was für mich auch wichtig ist. Nicht, dass ich sagen will, wir müssen diese Politik 1:1 umsetzen, denn da hat sich viel verändert in den Jahren danach. Willy Brandt würde jetzt auch anders arbeiten, Egon Bahr genauso. Aber schon auf die Wurzeln schauend ist absolut sinnvoll aus meiner Sicht. Ja, wie habe ich mich gefühlt, als man mir das Amt angeboten hat? Ich war zunächst überrascht, gebe ich ehrlich zu. Ich war eigentlich Energiepolitiker, bin Wirtschafts- und Energiepolitiker und habe als Energiepolitiker natürlich auch einige Verbindungen zu Russland gehabt, war auch schon mal in Russland. Aber das war jetzt nochmal eine besondere Kategorie. Und für die Regierung Beauftragter zu sein und dann nicht nur für Russland, sondern für alle 12 Länder oder für die 12 Länder in Zentralasien, östliche Partnerschaft und Russland, war eine besondere Herausforderung. Ich hatte in Sommerzeit, mir das nochmal genau zu überlegen und mich darauf vorzubereiten. Und ich habe im letzten Sommer unglaublich viel gelernt und gearbeitet und große Freude dran gehabt. Ich weiß noch, als du mal auf Facebook gepostet, deine Facebook-Posts sind sowieso immer klasse, auf Facebook gepostet, da saßt du da vor irgendwelchen kyrillischen Wörtern und da hast du geschrieben, und ihr so. Das fand ich auch spannend, dass du also dich dann... Ja, man muss kyrillisch können, um Russlandbeauftragter zu sein. Russisch kannst du wahrscheinlich auch schon ein bisschen, aber ich fürchte, mit Dolmetscher ist es wahrscheinlich noch besser. Ne? Ich bin beeindruckt, was du alles so erinnerst. Es ist absolut wortwörtlich so mein Facebook-Post gewesen und es war auf einer der Bahnfahrten. Ich dachte, es gehört zu der Arbeit dazu, dass man auch ein bisschen Russisch sprechen kann und vor allen Dingen Russisch lesen kann. Und mittlerweile klappt das mit dem Lesen super gut und mit dem Sprechen, naja. Also ich kann zumindest begrüßen und ich kann verabschieden und ich kann eine ordentliche Anrede hinbringen und ich kann ein bisschen was verstehen, was auch schon mal wichtig ist. Ich bin auf Seite 65 meines Arbeitsbuches und arbeite so langsam vor mich hin. Super, ich kenne nur Nastrovje. Ja, Nastrovje. Aber du hast auch irgendwann mal gepostet, das war jetzt meine 100. Rede. Und da habe ich sofort meine Mitarbeiter gebeten, mal meine Reden zu zählen. Ich kam nur auf 80. Ich glaube, wir sind beide so ziemliche Vierredner im Bundestag. Das ist natürlich so als Russland, ich nenne das jetzt mal Russland-Koordinator. Wie darf ich mir denn so deinen Alltag vorstellen? Hast du zwei Büros und hast du na, wahrscheinlich drei mit deinem Wahlkreisbüro in Emden? Und hast du triffst du häufig dich mit dem Außenminister und stimmst das ab, was du so machst? Ja, ganz genau. Ich habe noch ein zusätzliches Büro im Auswärtigen Amt. Ehrlich gesagt musste ich mich da auch ein bisschen dran gewöhnen. Und ich habe auch Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, also eine Mitarbeiterin in meinem Vorzimmer und zwei, ja, wir würden sagen, wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich die Gebiete so aufgeteilt haben. Also einer vor allen Dingen für Russland und der andere vor allen Dingen für Zentralasien und östliche Partnerschaft ist ein bisschen aufgeteilt. Und ja, wie sieht das aus? Also ich würde mal sagen, ich bin so einmal pro Sitzungswoche dann auch im Auswärtigen Amt. Jetzt in Corona ist natürlich alles anders. Ne? Also als wir noch konnten, habe ich zum Beispiel die Botschafter in meinem Büro empfangen. Das Erste, was ich angeschafft habe aus meinem Budget, war ein ostfriesisches Teegeschirr, um mit den Botschaftern dann auch eine ostfriesische Teezeremonie durchzuführen und zu zeigen, wo ich herkomme, um ein bisschen Vertrauen auch aufbauen zu können. Jetzt macht man Kaffee-Talks irgendwo
in Berlin, vornehmlich auf irgendwelchen Plätzen oder so, weil man sich drinnen nicht mehr richtig treffen kann. Das ist ein bisschen schade. Schade ist auch, dass man nicht reisen kann oder fast nicht reisen kann. Ich bin jetzt einmal in der Funktion in Russland gewesen, aber ich würde natürlich viel, viel mehr reisen wollen. Ich habe jetzt noch eine Reise in die Ukraine vorbereitet. Danach wird es nochmal wieder eine Reise nach Russland geben und ich würde unbedingt nochmal in meiner Amtszeit nach Zentralasien wollen. Also Corona hat die Möglichkeiten doch ganz stark eingeschränkt, das muss man wirklich sagen. Aber es gibt eine funktionierende Mannschaft und ein tolles Team. Wir sind gut organisiert, sodass das wirklich zusätzlich Arbeit ist, die manchmal auch echt an den Nerven zerrt. Aber wir kriegen das alles gut hin. Also mit dem Tee, das finde ich ja interessant, weil klar, als Ostfriese bist du natürlich Teetrinker, aber die haben doch immer die Samoware, die Russen. Das muss ein Verbindungselement sein. Das habe ich ja eben vergessen zu sagen. Du bist Ostfriese und du bist der einzige Abgeordnete, der jemals eine Bundestagsrede auf Platt gehalten hat. Und die hat dich ja im Grunde berühmt gemacht, diese Rede. Und ich weiß ja, dein letzter Satz war, dass du dich bei den Stenografen entschuldigt hast. Das fand ich total nett. Aber das war eine nette Anekdote, aber wir sind ja bei der Russlandpolitik. Also das prägnanteste Bild insgesamt für die deutsche Ostpolitik ist für mich eigentlich der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. War das für dich eigentlich, ist das ein Symbol für die Ostpolitik oder ist das für dich eher ein Symbol deutsch-polnisches Verhältnis? Das russisch-polnische Verhältnis, dazu kommst du immer sagen, es ist ja noch nicht gerade besonders einfach, um das mal freundlich zu formulieren. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch ein Symbol für sozialdemokratische Ostpolitik. Und es ist eine unglaubliche Geste, eine, die mir immer noch Gänsehaut über den Rücken fahren lässt und die ja jetzt auch nicht großartig strategisch inszeniert war oder so, sondern aus dem Herzen Willy Brandts anlassbezogen auch zustande gekommen ist. Und diese Geste, die wirkt nach, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in allen östlichen Partnern, die wir von deutscher Perspektive aus haben. Das war eine großartige Geste und eine Einladung, auch in eine gute Zukunft der Ostpolitik zu gehen. Also ich habe mal gehört, jemand hat gesagt, wenn Willy Brandt sonst nichts gemacht hätte, außer diesem Kniefall, das wäre seine Kanzlerschaft schon wert gewesen. Das war natürlich die Geste zur Aussöhnung mit dem Osten. Egon Bahr hat mir erzählt, dass er das gar nicht gemerkt hat. Der war da hinter ihm, der war irgendwie diskutieren und plötzlich Unruhe, ne? Irgendwas ist passiert. Und dann, aber es war natürlich wirklich so ein, hat es auch nicht gewusst, dass er das plant. So steht es auch in Egon Bahrs Buch. Und ich fand das auch super interessant, dass Egon Bahr, so wie wir das auch kennen als Politiker, so ein Stück weit hinterhergelaufen ist und irgendwann ihm zugeraunzt wurde, er kniet. Genau, er kniet, genau. Das ist unglaublich, ne? Das ist in der Tat so. Johann, wir müssen natürlich, wenn wir über Russland reden, über Wladimir Putin reden. Also Putin, das ist schon... Ich fand es sehr beeindruckend, als Frank-Walter Steinmeier in der Fraktion mal berichtete, dass er, als er noch Außenminister war, da ist er nach Russland gefahren und hat seinen Kumpel Lavrov da getroffen und die waren da am Verhandeln. Und auf einmal kam jemand rein und sagte, Herr Putin möchte Sie sprechen. Und dann ging er zu Putin und dann hat Putin erstmal eine halbe Stunde ihn beschimpft und hat gesagt, was alles schlimm, was der Westen alles Schlimmes gemacht hat. Und irgendwann hat dann Steinmeier gesagt, ja, Herr Putin, mach ja alles richtig sein. Aber was machen wir denn jetzt? Wir müssen aus der Nummer irgendwie wieder rauskommen. Ne? Das fand ich total spannend, wie er damit umgegangen ist. Und ich habe gerade die Memoiren von Barack Obama gelesen. Total super spannend, also sehr kurzweilig, sehr dick, aber durchaus kurzweilig. Und der schildert seine erste Begegnung mit Putin ähnlich. Wie würdest du das bewerten? Sieht Putin den Westen als Gegner? Man hat ja zuweilen sehr deutlich diesen Eindruck. Einerseits, andererseits, ich muss sagen, ich glaube, wir waren nicht immer nur klug in unserer Russlandpolitik. Ich erinnere noch, dass die Rede, die Putin, ich glaube, es war 2001 oder so, im Deutschen Bundestag gehalten hat, die mich nachhaltig beeindruckt hat, wo er ja richtig die Hand ausgestreckt hat. Und ich hatte den Eindruck, wir haben eher auf die Hand draufgehauen, als sie anzunehmen. Wie würdest du dieses Verhältnis, die Person Putin bewerten in Beziehung zu uns? Also zunächst ist mir wichtig, dass
die deutsch-russischen Beziehungen, nicht nur die Beziehungen zwischen den beiden Staatspräsidenten oder unserer Kanzlerin und dem oder unseres Bundespräsidenten und Putin ist, sondern natürlich vielfältig auf ganz viele Städtepartnerschaften bezogen ist, auf ganz viele direkte Kontakte von Menschen. Viele reduzieren das sozusagen auf die oberdiplomatische Ebene, zu der ich selber ja auch gar nicht gehöre. Meine Aufgabe ist, das Verhältnis der Menschen untereinander gut zu halten und zu verbessern, so gut ich das irgendwie kann. Trotzdem will ich deiner Frage nicht ausweichen. Ich glaube, dass die Sichtweise von Wladimir Putin auf Deutschland und auf die Europäische Union sich in den Jahren verändert hat und das sicher auch ein bisschen was mit innenpolitischen Umständen zu tun hat und mit der Frage, was eigentlich auch von ihm erwartet wird in Russland, aber auf der anderen Seite auch was damit zu tun hat, wie wir mit Russland umgehen und wir Russland auch betrachten. Ich habe das erlebt, als ich das Amt übernommen habe, habe ich auch eine ganze Menge Menschen getroffen, die Russland gegenüber, ich würde mal sagen, ich habe jetzt jedenfalls so empfunden, respektlos umgehen, wo ich mich gewundert habe, dass quasi keine positive Beschreibung kam, auch der Wert Russlands an der europäischen Kultur gar nicht gesehen wurde. Also, ich sag mal, im Bereich Dichter, Komponisten, Maler, Künstler generell, aber auch russische Architekten und so weiter und so fort, dass das gar nicht gesehen wird, sondern vor allen Dingen die Probleme gesehen werden. Also bestenfalls kondoliert mal jemand, wenn du diese Aufgabe übernimmst und sagt, ach du Armer, und jetzt musst du dich damit rumplagen. Und ich habe das ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so empfunden, dass das jetzt eine Last ist, sondern eigentlich ist das eine tolle Perspektive und auch eine Chance, sein Stück dazu beizutragen, dass unsere Nationen friedlich miteinander umgehen. Aber ich habe schon gemerkt, dass es bei dem einen oder anderen an Respekt fehlt. Und ich glaube, dass es auch in Russland so ist, dass man das spürt, dass der Respekt nicht da ist, der eigentlich da sein müsste und aus Deutschland besonders da sein müsste angesichts der Geschichte und dessen, was wir an Verbrechen verursacht haben. Wir haben den 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion und 27 Millionen Russen haben ihr Leben gelassen aufgrund des Einmarsches der Deutschen. Und ich finde, dass wir mit Blick auf die Geschichte und mit Blick auf die starken Einflüsse der russischen Kultur in Europa auch mit mehr Respekt gegenüber Russland eigentlich auftreten dürfen. Trotzdem dürfen wir nicht die aktuellen Vorkommnisse außen vor lassen. Aber ich finde, das kann man gut miteinander verbinden. Und deswegen ist Frank Walters Reaktion eigentlich auch genau die richtige gewesen. Zuhören und versuchen, gemeinsam an Perspektiven und Lösungen zu arbeiten. Das mache ich auf meiner Ebene auch. Das finde ich super. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass du nochmal auf diese Geschichte hingewiesen hast. Und das ist zuweilen etwas seltsam, wenn wir den Russen erzählen, was sie machen müssen. Vielleicht sind wir wirklich nicht die Richtigen, auch nach 80 Jahren noch nicht. Das muss man ganz sicherlich sagen. Ich habe jetzt eine Frage aus dem Chat von Matthias Voisin. Der fragt, was können wir Sozialdemokraten beitragen, um die Beziehung zu Russland wieder zu normalisieren? Da bist du ja wahrscheinlich der Beste, den man das fragen kann. Also eigentlich ist es auch der private Bereich, ne? Ja, nein, nicht nur. Also ich habe mir angewöhnt, das, was angesprochen werden muss, auch anzusprechen. Also Nawalny-Case, Hackerangriff auf den Bundestag, Skripal und viele andere Dinge, die so vorkommen. Aber ich habe mir auch angewöhnt, nicht damit aufzuhören, sondern dann auch zu sagen, wir haben gemeinsame Perspektiven. Und ich finde, als Sozialdemokraten haben wir natürlich nochmal eine besondere Verantwortung, denn wir sind, so habe ich es immer verstanden und so habe ich es auch immer gelebt, die Partei des Friedens. Wir sind die Partei der Arbeit, des Respekts und des Friedens. Und der Frieden darf dabei nicht irgendwie nur hinten dran genannt werden, denn aus meiner Sicht ist Frieden durchaus in Gefahr. Und das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Friedenspolitik möglich ist. Und Friedenspolitik geht nur in einem guten Miteinander mit Russland. Und das geht nur, indem wir Themenfelder identifizieren, wo wir gemeinsame Interessen haben. Ich nenne mal eins. Also wir werden die Herausforderungen des Kampfes gegen den Klimawandel in Europa nicht ohne Russland bewältigen können.
Das überrascht erstmal, weil in Russland die erneuerbaren Energien unter 1% der russischen Stromversorgung ausmacht, bei uns immerhin 50%. Aber das Potenzial zum Beispiel an Windenergie onshore in Russland beträgt das Tausendfache von dem, was wir in Deutschland in 30 Jahren installiert haben. Und die Installation ist relativ schnell möglich. Also nur mal ein Beispiel. China hat im letzten Jahr genauso viel Windenergieanlagen gebaut, wie wir insgesamt in Deutschland haben. Also es ist sehr schnell skalierbar und möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Verbindungen halten zu Russland. Und ich will das mal so sibyllinisch ausdrücken. Ich kann mir vorstellen, du kommst gleich noch zu dem Thema. Eine Pipeline ist auch eine Verbindung zwischen zwei Ländern. Und durch eine Pipeline muss nicht zwingend nur Methan transportiert werden, sondern es kann auch grüner Wasserstoff transportiert sein. Und gemeinsam die Klimaherausforderungen zu bewältigen, muss eigentlich auf beiden Seiten der Grenzen eine gute Perspektive sein. Und da gibt es noch ein paar mehr medizinische Dinge. Der ganze Wissenschaftsbereich, im künstlerischen Bereich können wir zusammenarbeiten, in der Forschung, Arktisforschung und so weiter und so fort. Es gibt erste hoffnungsvolle Zeichen mit ersten Abrüstungsverträgen, die jetzt mit den USA auch durchgeführt werden. Und ich glaube, dass wir in dieser, das ist ein Stück weit Erbe, Egon Bahr, Willy Brandt, in diesem Kontext auch und gerade als Sozialdemokraten dazu beitragen können, dass es vielleicht auch wieder eine Entspannungsphase gibt. Ja, eines der Konzepte ist ja in der Tat, also was Egon Bahr immer gesagt hat, gemeinsame Sicherheit, auch die Sicherheit des anderen mitzudenken. Das ist sicherlich ein Faktor. Aber du hast eben einen Satz gesagt, der mich etwas hellhörig gemacht hat. Du hast gesagt, der Frieden ist durchaus in Gefahr. Kannst du das, ich meine, wir haben die Truppenaufmärsche an der ukrainischen Grenze gesehen. Das hat mich auch schon sehr besorgt. Ich glaube, es ist jetzt wieder entschärft, die Situation. Aber kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, was du damit meinst? Na, zunächst muss man ja sagen, sind die Abrüstungsverträge nicht mehr in der Stabilität, wie sie mal waren. Und ich bin politisch sozialisiert worden Anfang der 80er Jahre durch Friedensdemonstrationen und wir haben damals gedacht, oder ich habe zumindest gedacht, ich gebe es offen zu, dass NATO-Doppelbeschluss, die Idee von, oder das, was Helmut Schmidt eben auch durchgesetzt hat, nicht die beste Idee war. Und mittlerweile als älterer Mensch denkt man dann ja schon wieder anders. Das steht einem ja auch zu. Aber ich war damals friedensmotiviert, als ich politisch tätig wurde. Und erst sogar auf der Ebene, später dann auf der Kommunalebene und dann wieder auf der Bundesebene. Aber für mich war Frieden ganz, ganz wichtig. Und in den 80er Jahren war das auch in der Gesellschaft ganz, ganz stark vertreten. Wenn ich auf meine Kinder schaue, dann sind sie sehr Umwelt organisiert, motiviert, dort was zu machen, Fridays for Future und so weiter und so fort. Aber das Thema Krieg und Frieden spielt für sie eigentlich überhaupt keine Rolle. Dabei ist die Bedrohung durch Nuklearwaffen mindestens genauso groß heute wie in den 80er Jahren. Und die allgemeine geopolitische Situation ist extrem fragil. Wir sehen das jeden Tag. Also wie schnell Krieg zum Beispiel in Bergkarabach ausgebrochen ist, wie schnell militärische Irritationen entstehen können, wenn große Manöver an der Grenze der Ukraine stattfinden und jemand anders sagt, Mensch, lass uns da mal ein Kriegsschiff hinschicken und irgendwie gibt es eine Fehlkommunikation und ein Krieg ist ausgebrochen. Also die Stellvertreterkriege in Syrien und anderswo auf der Welt, die machen mir große Sorgen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es ist wichtig, das immer wieder im Fokus zu haben, dass unser Frieden nicht Gott gegeben ist und dass er auch nicht bleibt, wenn wir nicht aktiv dafür arbeiten. Und meine Kinder, und ich glaube, das kann ich so, ich fange jetzt auch an, in meinem Alter über die Jugend zu schimpfen, die Jugend generell, könnte einen besonderen Fokus auf Frieden nochmal haben. Natürlich neben den ganzen Dingen, die wir im Klimaschutz machen müssen, dürfen wir den Frieden nicht aus den Augen verlieren. Ja, das ist ein kluger Satz. Ich glaube, dass das subjektive Empfinden der Menschen, ja nicht nur der Jugend, das subjektive Empfinden ist, dass die Gefahr eines Krieges nicht mehr so groß ist, wie es, ich meine, früher, wir waren in Deutschland, war das hochgerüstetste Land der Welt. In Ostdeutschland standen die Russen, Hunderttausende, hier bei uns standen die Amerikaner, das war natürlich, und wir waren das Zentrum eines jeden Weltkriegs.
Kriegsschauplatzes. Und das ist sicherlich durch die auch durch die Wiedervereinigung und durch das und durch die Veränderung in Russland hat sich das verändert. Aber du hast natürlich völlig recht, es gibt die kleinen Kriege, die hat es früher in dem Maße nicht gegeben, also die, wo dann die Schäferkrieger sind, also wir haben das in Syrien jetzt ganz besonders. Da würde ich dir absolut recht geben. Jetzt habe ich eine Frage von Edgar Kemp. Der hat mir im Vorfeld die Frage geschickt, was wissen wir über die Strategie Russlands bei der Destabilisierung der Demokratien in Westeuropa mit Hilfe der Desinformation und vor allem der Unterstützer rechtspolitischer Parteien und Regierungen? Wir haben das ja mit der AfD, die wird absolut hofiert. Wie wirksam ist die Strategie und was sind geeignete Maßnahmen der demokratischen Linken, wie Edgar Kemp es formuliert, was sind geeignete Maßnahmen der demokratischen Linken dagegen? Was wäre so dein Hinweis? Na, was wissen wir über die Strategie? Ehrlich gesagt, so wahnsinnig viel weiß man darüber nicht. Wir sehen nur, was an Ergebnissen produziert wird. Also Social Bots versuchen, Meinung zu beeinflussen über sogenannte soziale Medien. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, dann der sozialen Medien das nicht zuzulassen. Und wir als Gesetzgeber sind gefordert, dafür die jeweiligen Rahmen zu schaffen. Ich will das auch nicht überinterpretieren. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es gelingt, wenn es beabsichtigt wäre, Deutschland jetzt demokratisch zu destabilisieren. Was mir schon Sorge macht, ist die Verbindung zu den Ultrarechten, zu den Faschisten in unserem Deutschen Bundestag. Eigentlich eine Personengruppe, wo keiner in Russland wirklich ein großes Interesse haben kann, mit denen zusammenzuarbeiten. Da müssen wir eher auf uns selber gucken. Dass die deutsch-russische Parlamentariergruppe von der AfD geleitet wird, ist ein Stück weit auch unser eigenes Versäumnis. Das muss man ganz klar so sehen. Und könnte ich die Zeit zurückdrehen von vor 4 Jahren, dann hätte ich sicher massiv darauf eingewirkt, dass wir die deutsch-russische Parlamentariergruppe übernehmen. Haben wir damals nicht gemacht und dann ist es eben so passiert. Wir haben jetzt die Chance, in der nächsten Legislaturperiode das wieder zu korrigieren, indem wir stärker sind als die AfD und dann beim Zugriffsrecht eben Russland als erstes ziehen können. Und ich werde jedenfalls alles tun, was ich kann, um dafür zu sorgen, dass wir die Parlamentariergruppe auch wieder dann leiten können und ein Stück weit auch deren Geschicke mitbestimmen können, weil den Kolleginnen und Kollegen aus der AfD will natürlich auch keiner so wirklich zusammenarbeiten. Ich auch nicht. Das ist ein Problem, das wir erst ausmerzen können nach der Wahl. Und ansonsten glaube ich, ist es notwendig für uns als Sozialdemokraten und als linke Politiker generell, diese Dinge anzusprechen. Also nicht sie wegzuschweigen, sondern sie offen und ehrlich anzusprechen, auch zu sagen, dass wir uns Sorgen darüber machen, diese Entwicklung auch nicht dazu beiträgt, dass das deutsch-russische Verhältnis besser wird, sondern eher im Gegenteil. Es sieht Misstrauen. Es sieht Zweifel auch, ob überhaupt berechtigte Interessen daran bestehen, auf russischer Seite mit uns vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Und dann darüber hinaus die Themenfelder zu suchen, wo wir eben zusammenarbeiten können. Ich glaube, dass wir, dass unsere Demokratie stark genug ist, um auch mal so einen Social-Bot-Angriff auf sozialen Medien auszuhalten. Vielleicht ist die Betrachtungsweise dabei in Städten auch noch eine andere als auf dem Land. Also ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier in Ostfriesland auch nicht gewählt, weil ich ein Facebook-Konto habe, sondern weil ich bei den Leuten dann auch sein kann, bei Feuerwehrfesten und bei Sportvereinen und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich nicht durch Social Media irgendwie ersetzen. Ich will das nicht kleinreden. Es ist da. Es muss auch adressiert und besprochen werden. Aber darüber hinaus ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, die großen Linien zu suchen und diese miteinander verfolgen zu wollen, gemeinsame Interessen zu identifizieren. Also was die deutsch-russische Parlamentariergruppe anbelangt, da kann ich nur sagen, da sagst du was. Ich bin ja der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-japanischen Parlamentariergruppe. Und die
wird auch geleitet von einem AfD-Menschen, dessen Namen ich vergesse oder verdränge. Und da muss man, also erstens muss man sagen, der macht nichts, aber auch gar nichts. Ich glaube, ein einziges Mal hat er eine Veranstaltung dazu gemacht. Und die Aufgabe von Parlamentariergruppen ist ja, dass sie im Grunde auch sich für die Kultur des Landes interessieren, dass sie ein bisschen werben für das Land. Null. Und die Japaner waren übrigens entsprechend sauer und haben das bisschen auch als eine Missachtung Japans gesehen. Und ja. Mir geht es genau wie dir. Also wenn ich irgendein außenpolitisches Ziel habe in der nächsten Wahlperiode, dann, dass die AfD auf gar keinen Fall noch mal diese Parlamentariergruppe bekommt, weil die eben auch einfach faul sind und gar nichts machen. Das muss man ganz, ganz sicherlich sagen. Wir haben jetzt, muss ich ja sagen, hier Trixi Schirmer, Dank für das Engagement für den Frieden. Das ist doch großartig. Und dann haben wir einen, den früheren Vorsitzenden unserer Altonaer Bezirksversammlung, der ist aber ein ganz großer Fan von Leuchtturm und hat uns eine Leuchtturmgesellschaft. Und der hat geschrieben, er meint, der wichtigste Leuchtturm würde bei dir stehen, nämlich Krummhörn. Und das ist doch großartig. Das ist der Pilsumer Leuchtturm, den er meint. Das ist zeitgleich der kleinste Leuchtturm an der deutschen Nordseeküste. Und das ist der Leuchtturm, Matthias, du erinnerst dich sicher, den ich immer an meinem Revers trage. Ja. Also ich bringe ihm gerne einen mit. Beim nächsten Mal, wenn wir uns in Berlin sehen, dann gebe ich dir einen. Wenn du ihn dann nochmal triffst, dann kannst du ihm gerne diesen Leuchtturm schenken. Der hört das jetzt bestimmt, der freut sich. Das mache ich. Sei herzlich gegrüßt. Ich freue mich, dass du das ansprichst. Das ist ein toller, ist einfach ein toller Leuchtturm. Ich habe den am Revers, vielleicht, auch wenn das mit Russland jetzt nichts zu tun hat, darf ich das erzählen. Ich habe den am Revers, weil als ich Bürgermeister in der Gemeinde Krummhörn war, habe ich das sozusagen zum Symbol der Gemeinde gemacht. Und als ich dann Abgeordneter wurde, war ich ja für mehr zuständig als nur für die Gemeinde Krummhörn. Der Landkreis Aurich hat 15 Gemeinden und eine davon ist die Gemeinde Krummhörn und die Stadt Emden gehört dazu. Und ich habe dann diesen Leuchtturm abgemacht von meinem Revers und hatte diesen silbernen Bundesadler, den wir so kriegen, den hatte ich mir dran gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Und dann kriegte ich richtig Ärger in Ostfriesland. Und zwar nicht nur aus der Krummhörn, sondern aus Aurich, aus Norden, aus Südbrockmerland und auch aus Emden, warum ich denn meinen Turm nicht mehr tragen würde. Und ich habe dann gesagt, ja Moment, ich bin aber nicht mehr Bürgermeister der Gemeinde Krummhörn. Das war allen egal, dieser Turm, der war mit mir verbunden und seitdem werde ich den nicht wieder los. Johann, die nächste Videoveranstaltung machen wir zum Leuchtturm, das ist aber klar. Ja, alles gut. Das ist ja super. Übrigens, der größte Leuchtturm der Bundesrepublik Deutschland steht auch in der Gemeinde Krummhörn. Das ist der Kammerer Leuchtturm. Ja, genau. Chris Eintrittsformular. Genau. Du bist, na, ich würde doch nochmal auf die Vergangenheit zurückkommen. Also die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind schwierig. Aber ist es eigentlich auch so, also ich habe das ja eingangs erwähnt, ich habe, als der Putin damals diese Rede im Bundestag gehalten hat, da habe ich gedacht, jetzt beginnt eine neue Zeit. Und offen gestanden, man kann ja viel gegen Gerd Schröder sagen, aber und ich finde das auch etwas schwierig, was er derzeit betreibt, dass er im Grunde da ja ein bisschen von ihm auch bezahlt wird. Aber ich glaube, dass diese persönliche Freundschaft damals ganz, ganz viel bewegt hat zwischen den beiden. Und das ist, und zwischen Merkel und Putin, da muss man ja nicht besonders hellseherisch sein, das ist keine persönliche Freundschaft, das ist eher das Gegenteil. Und meine Frage an dich wäre so in der Rückschau, haben wir da nicht auch einige Fehler gemacht? Ich glaube, dass wir Sozialdemokraten bei jedem Thema zu dem Ergebnis kommen. Da haben wir aber mal ein paar Fehler gemacht. Ich glaube aber, dass wir nicht alles falsch gemacht haben. Und ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, auf das zu gucken, was gut gelaufen ist. Ich sehe das genauso wie du. Die Verbindung Gerhard Schröder und Russland ist eigentlich im Ergebnis eine gute. Wenn irgendwo mal jemand frei verhandelt werden muss, dann hat keiner Hemmungen, bei Gerhard Schröder anzurufen und zu sagen, kannst du uns mal bitte helfen? Das ist noch gar nicht so lange her. Ich kann mich da gut dran erinnern, dass er helfen konnte. Und zwar haben dann diejenigen danach gefragt, die sonst immer skandalisiert haben, guck mal, der Gerhard Schröder, der wird ja von Russland bezahlt. Also von daher glaube ich, und so viele haben wir auch nicht, es ist gut, wenn wir Menschen haben, die in guter Verbindung sind.
Und wir haben viel, also wir, ich sage ja gerade, so viele haben wir nicht, aber wir haben durchaus auch prominente Menschen, die eine gute Verbindung zu Russland haben. Matthias Platzek zum Beispiel. Viele Sozialdemokraten haben eine besondere Verbindung nochmal zu Russland, die wertvoll ist. Das Verhältnis von Frau Merkel zu Herrn Putin, ich weiß nicht, ob die wirklich Gegner sind. Ich glaube, dass es schon auch von Respekt geprägt ist. So ein Stück weit ist das mein Eindruck. Weil sie natürlich auch jeweils gegenseitig die Sprache sprechen. Und Sprache sprechen bedeutet ja auch im doppelten Sinne, sich gegenseitig verstehen können. Also von daher, was haben wir falsch gemacht? Ich glaube, wir haben uns entfremdet über die Zeit. In sozialen Medien würde man den Beziehungsstatus auf es ist kompliziert stellen. Das heißt aber, dass es eben eine Herausforderung ist, auch damit umzugehen. Ich entdecke viele kluge Menschen, die bereit sind, gemeinsam mit mir den Weg hinzugehen, mit Russland eine friedliche Zukunft zu finden und die Zusammenarbeitsperspektiven zu entdecken. Und dann kann sich nur was Gutes daraus entwickeln. Ich glaube, dass es jetzt keinen Sinn macht, jetzt nochmal zu gucken, haben wir 1982 vielleicht einen Fehler gemacht oder sind wir 2008 nicht richtig aufgestellt gewesen? Sondern ich würde jetzt einen Strich drunter ziehen und sagen, lass uns gucken, wo können wir gemeinsam uns ein Stück weit annähern und auch Vertrauen schaffen und in eine gute Zukunft gemeinsam gehen. Naja, ich meinte das eigentlich ein bisschen anders. Also eher in dem Sinne, dass ich der Auffassung bin, wenn wir so immer den Finger auf Russland zeigen und sagen, die Bösen, was sie da alles machen, wir sind nicht völlig unschuldig an dieser gesamten Situation. Das war eigentlich so ein bisschen mein Gedanke, aber dein Appell, nach vorne zu gucken, der kann natürlich nie falsch sein. Das ist ja völlig richtig. Man muss da sicherlich auch einen Schlussstrich ziehen. Das gilt aber im Zweifel auch für beide. Jetzt habe ich eine Frage aus dem Chat von Wolfgang Rose, früherer Verdi-Landesbezirksleiter, der schreibt, was ist Respekt konkret? Wie sollte Europa eine Zukunft ohne Russland haben? Das ist ja sicherlich eher ironisch gemeint. Ja, also ich würde nochmal, bevor ich auf was ist Respekt konkret komme, nochmal kommentieren wollen. Du hast gesagt, wir sind nicht unschuldig. Und ich glaube, wenn eine Beziehung es ist kompliziert gestellt wird, ist es immer so, dass beide Seiten nicht unschuldig an der Entwicklung der Beziehung ist. Und das gilt im zwischenmenschlichen Bereich genauso wie im zwischenstaatlichen Bereich. Immer ist Außenpolitik auch eine Frage von Aktion und Reaktion. Immer sind wir in diesem Abwägungsprozess zwischen Interessen und Werten. Immer haben wir interkulturelle, unterschiedliche Betrachtungsweisen, die vielleicht auch zu Missverständnissen führen, die dann zu Handlungen führen, die dann wieder zu Reaktionen führen. Das heißt, deswegen glaube ich, dass man immer jemanden finden könnte, der schuldig wäre und könnte es auch richtig gut akademisch begründen, aber es führt nicht weiter. Wenn wir am Ende wissen, wer schuldig ist, wissen wir immer noch nicht, wie wir in eine gute Zukunft kommen. Und das ist für mich eben das viel Wichtigere. Die Frage, wie definiert man Respekt? Also was mir wichtig ist, in Ostfriesland würde man sagen, Menschen nicht minnachtig zu behandeln. Also minnachtig ist geringwertig zu behandeln, sondern dieses viel zitierte, wir wollen auf gleicher Augenhöhe sein. Wir wollen das sehen, was in und hinter den Menschen ist. Und wir wollen das sehen, was auch an Interessen in den Menschen da ist und was wir an gemeinsamen Interessen identifizieren können. Respektvoll miteinander umgehen heißt, sich kennenlernen wollen, in die Herzen schauen wollen und nicht nur technokratisch ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, ohne die Menschen, die das mitverfolgen müssen, wirklich in den Blick zu nehmen. Das ist schwieriger, als nur zu sagen, wir wollen jetzt das und das machen und das ist auch euer, vielleicht sogar monetäres Interesse und deswegen machen wir das jetzt. Manchmal gibt es auch ganz andere Dinge, die eine Rolle spielen, als nur monetäre Interessen. Und dazu gehört, dass man gegenseitig die Länder kennenlernt, dass man die Menschen kennenlernt, dass es ganz viel Vertrauen untereinander gibt und dass man dann eben auch was zu verlieren hat. Meine große Sorge ist, dass wenn die Spirale der Missverständnisse und der Desinformation weitergeht, irgendwann auf einer der beiden Seiten vielleicht jemand sagt, wir haben doch gar nichts mehr zu verlieren. Warum müssen wir eigentlich noch freundlich miteinander umgehen? Es ist doch sowieso schon alles kaputt. Und dieser Punkt darf nicht eintreten, sondern wir müssen auch was zu verlieren haben.
Und wir brauchen eine neue Vertrauenskultur und die geht nur auf einer Respektbasis. Ziemlich gut. Ich war ja als Schüler mal im Schüleraustausch in den USA und das hat mein Verhältnis zu den USA maßgeblich geprägt. Also ich liebe dieses ich liebe nicht die Politik, ganz häufig nicht, aber die Menschen dort. Und ich würde mir wünschen, dass so etwas, also wenn ich heute noch mal jung wäre oder mein Sohn mich fragen würde, der will das nicht, in Schüleraustausch zu gehen, dann würde ich, glaube ich, sagen, geh mal woanders hin, geh mal zum Beispiel nach Russland. Weil dieses Verständnis von anderen Völkern, von anderen Ländern, von anderen Menschen, das finde ich so wichtig. Und da bist du ja auch jemand, der sowas immer absolut promotet. Aber die Zeit schreitet voran, Johann. Ich möchte gerne mal zu zwei Sachen was sagen. Einmal Ukraine-Konflikt. Die Krim beansprucht Russland für sich. Das russische Drohpotenzial in der Ukraine ist ja nun wirklich enorm. Und der Konflikt geht mittlerweile schon, ich glaube, 7 Jahre. Wie können wir die Ukraine, wie können wir die Region befrieden? Was kann auch die OSZE in dem Bereich erreichen? Hast du da Überlegungen? Ja, ich habe extra jetzt so lange gewartet, bis wir in diesem Videotalk sind, um der allgemeinen Weltöffentlichkeit jetzt zu erklären, wie wir die Ukraine-Krise lösen können. Ich habe es gehofft. Nein, habe ich natürlich nicht. Auch da kann man wieder sagen, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Also, dass Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletzt hat, ist nicht in Ordnung und ist auch etwas, was wir nicht akzeptieren können, um das klar zu sagen. Es widerspricht auch allen diplomatischen Grundlagen, auf denen wir bisher sind. Aber die Ukraine ist ja nicht, die Krim ist nicht nur das einzige Thema in der Ukraine, sondern die Situation im Donbass ist ja auch eine Verletzung der territorialen Integrität und vor allen Dingen sterben dort Menschen jeden Tag. Und das macht mir große Sorgen und wir werden den Donbass nicht befrieden können, ohne mit den Menschen in Russland eine vernünftige Lösung dafür aufzubereiten. Und das Instrument dafür ist ja eigentlich die OSZE. Und wir haben ja da nochmal das Normandie-Format, wo wir sagen, wir wollen in diesem Kontext miteinander einen Plan umsetzen, um aus dieser Krise herauszuführen. Und dieser Plan, der existiert ja bereits. Den hat Frank-Walter Steinmeier ja damals schon aufgesetzt und der ist auch allgemein konsentiert. Nur leider wird er nicht umgesetzt. Über die Jahre ist dieser Plan einfach nicht weiter vorangeschritten. Und das macht mir große Sorge. Die Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass alle Beteiligten der Meinung sind, dass die OSZE das richtige Instrument ist. Wir sind es auf jeden Fall und ich persönlich bin es auch. Es ist eine gute Einrichtung, um solche Konflikte auch in den Griff zu bekommen, gemeinsam diese Dinge auf einem diplomatischen Wege zu beleuchten, Meilensteine aufzusetzen und zu sagen, da und da bewegen wir uns hin und darauf können sich die Menschen vorbereiten. Leider ist diese Verhandlung ist dieser Plan so ein Stück weit ins Stocken geraten. Und ich würde mir wünschen, dass da wieder neuer Input kommt. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir nochmal drüber nachdenken müssen, wie wir die OSZE mit Ressourcen ausstatten. Also auch aus einer bundespolitischen Perspektive heraus zu gucken, ob wir nicht noch Partner haben, die mit uns gemeinsam der Meinung sind, dass wir die OSZE vielleicht ein Stück weit besser finanziell und personell ausstatten können, um da auch noch ein bisschen mehr Wumms hinterzubringen, dass es möglich ist, dass wir gemeinsam die auf diplomatischem Wege erzielten Kompromisse und Auswegpfade dann auch beschreiten können, um sicherzustellen, dass es nicht noch weiter deeskaliert. Also du hast gesagt, die Truppen sind an der ukrainischen Grenze wieder zurückverlegt worden. Das ist richtig, aber wir haben immer noch die Sperrung des Asowschen Meers. Von daher würde ich sagen, ist jetzt nicht alles so, wie es vorher war, sondern es ist immer noch eine angespannte Lage, die da ist. Und die muss in einem internationalen Kontext miteinander erörtert werden und auch gelöst werden. Und da ist die OSZE das Mittel der Wahl. Und jetzt die Frage, was ist denn eigentlich die Strategie oder die Überlegung, die für die Russen dahinter steckt? Warum machen die das? Ich meine, die Krim war jetzt irgendwie relativ klar, warum die das zurückholen wollten. Aber beim Donbass leuchtet mir das nicht ein. Und ich meine, dass natürlich die Ukraine die Angst hat, dass das so eine Salamitaktik ist und dann, dass dann das Nächste kommt. Das finde ich relativ einleuchtend. Das macht einem ja wirklich Sorgen.
Warum haben die Russen das gemacht? Das kann ich dir gar nicht beantworten. Selbst wenn ich eine Lösung dafür hätte, gibt es sicher noch zwei, drei andere Aspekte, die da auch eine Rolle spielen dazu. Mir geht es auch weniger darum, warum ist das gemacht worden, sondern mir geht es darum, wie kriegen wir das eigentlich wieder gelöst? Und die Verletzung der territorialen Integrität ist einfach das Schwerwiegendste, was man machen kann. Und auch eine Verletzung der internationalen Verpflichtungen, die Russland selber auch eingegangen ist. Und diesen Kontext wieder aufzulösen, geht nur über Verhandlungen, die wir zum Beispiel im Normandie-Format vornehmen. Und diese Verhandlungen müssen aber auch durchgeführt werden. Und die finden im Moment nicht statt. Und das ist ein echtes Problem. Und da müssen wir gucken, dass wir in diese Gespräche wieder reinkommen. Gehen wir mal in das Nachbarland Belarus. Was ist deine Einschätzung dieser Situation, die sich dort abspielt? Man hat ja den Eindruck, dass die dortigen Herrscher auch nur so repressiv gegenüber der Opposition agieren können, weil sie sich von Russland gestützt fühlen. Ja, zunächst mal ist ja beeindruckend, die Hunderttausende von Menschen, die bereit waren, jede Woche zu demonstrieren. Immer noch, um eben Demokratie in ihrem Land und gegen Korruption in ihrem Land zu kämpfen. In Belarus ist ja ausdrücklich auch von Seiten der Demonstranten immer gesagt worden, das ist hier keine Frage von Ost oder West, wir wollen dazu gehören oder dazu gehören, sondern es ist eine Frage von, wie wird unser Land regiert? Und wir wollen unser Land demokratisch regiert haben. Und wir wollen in unserem Land demokratische Strukturen haben und wir wollen freie, faire Wahlen haben. Und das ist ja mit der sogenannten Wahl von Lukaschenko, ist ja dieser Aufstand so entstanden. Und ich bin ganz sicher, dass die Menschen sich auch durchsetzen werden. Es ist eine Frage der Zeit. Und ich glaube, dass all das, was das Regime an Gewalt angedroht hat, an Gewalt durchgeführt hat, an Inhaftierungen durchgeführt wurden, am Ende nicht zu einem Erfolg bringt, sondern die Menschen sind davon überzeugt, dass in ihrem Land das Richtige ist, demokratisch regiert zu werden und über eine demokratische Regierung auch Korruption bekämpfen zu können und dieses Land mit seinen unglaublichen Potenzialen, das genauso wie die Ukraine übrigens auch, dieses Land mit diesen unglaublichen Potenzialen dann auch in die eigene Hände zu nehmen und eine gute Zukunft zu führen. Und das gefällt mir an Belarus ganz besonders, dass es eben nicht darum geht, wir wollen jetzt unbedingt zum Westen gehören oder wir wollen unbedingt zum Osten gehören, sondern sagen, West-Ost interessiert uns jetzt nicht, uns interessiert, mit demokratischen Mitteln dieses Land in eine gute Zukunft zu führen. Das ist beeindruckend. Ich habe mich mal mit einem Botschaftsangehörigen unterhalten, der schon in ganz vielen Ländern gewesen ist. Und er sagte, die schlimmste Station für ihn war eigentlich Minsk. Und zwar, weil es eigentlich so dicht ist, aber es so eine traurige Atmosphäre dort ist. Das war natürlich vor diesem Konflikt. Und das ist so ein Hoffnungsschimmer, der dort jetzt kommt. Und es wäre zu hoffen, ich glaube, dass die Russen das eben auch zum Teil als geostrategische Geschichte ansehen und die Gefahr sehen, dass Belarus in den Westen abdriftet, was die Opposition explizit auch gar nicht will. Also das ist schon eine wirklich vertrackte Situation. Ich würde gerne, bevor wir natürlich zu dem von dir angesprochenen Nord Stream, da müssen wir ja drüber reden, wenn ich die Energiepolitiker hier, würde ich aber doch noch mal was zur Innenpolitik wissen wollen. Also natürlich auch zur Repression. Der Fall Nawalny hat uns alle bewegt und ich fand diese schon das Verhalten Russlands auch relativ provokativ. Der ist ausgeflogen worden nach Deutschland, ist hier geheilt worden und wir alle glauben nicht, dass er in Russland geheilt worden wäre, war dann da und ist gleich verhaftet worden und ist jetzt in einem ziemlich brutalen Knast verknastet worden. Also auch ein Urteil, was ja nun an Unrechtmäßigkeit kaum zu überbieten ist. Was ist deine Bewertung dieses Vorgangs? Ja, ich habe deiner Bewertung eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Also Alexej Nawalny ist ein bekannter Oppositioneller in Russland, der in Russland vergiftet worden ist und dann nicht nur vergiftet, sondern vergiftet worden ist mit einem international geächteten militärischen Kampfstoff. So, er ist dann aufgrund einer Initiative einer zivilgesellschaftlichen Organisation nach Deutschland geflogen worden und in der Charité genesen und hat sich dann hier erholt, hat aber von Anfang an gesagt,
dass er seine Heimat, nicht nur seine politische, sondern auch seine Heimat in Russland sieht und natürlich auch wieder nach Russland zurückkehrt. Und dann ist er in Russland ja wieder verhaftet worden aufgrund der Verletzung von Auflagepflichten, aufgrund eines Urteils, das vor Jahren gesprochen wurde, gegen das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon gesagt hat, dass dieses Urteil politisch motiviert ist und aufzuheben ist. Russland ist Mitglied beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und hat dieses Urteil eigentlich anzuerkennen und umzusetzen. Und außerdem mögen die Bewährungsauflagen, übrigens, das waren die letzten 3 Tage der Bewährungszeit, mögen die, also dass er sich melden muss, nicht erfüllt gewesen sein, aber dass fraglich war, wo er denn sei, das kann keiner behaupten, weil er war natürlich jeden Tag in den deutschen Medien, man wusste, wo er ist. Daraufhin ist er inhaftiert worden und dann ja bekanntermaßen auch in den Hungerstreik getreten. Jetzt ist er in einer Klinik, um wieder ein Stück weit zu genesen. Aber er durfte zum Beispiel seinen Arzt oder den Arzt, den er sich wünschte, nicht empfangen. Er wurde von anderen Ärzten behandelt. Also hier gibt es eine ganze Menge Verletzungen von internationalen Vereinbarungen, die wir ansprechen müssen und die ich auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit anspreche. Und es gibt dann eine ganze Reihe von Dingen, die von russischer Seite entgegnet werden. Also, wer sagt denn, dass Herr Nawalny nicht im Flugzeug auf dem Weg nach Deutschland vergiftet worden ist? Und so, sozusagen eine der Spitzen der Dinge, die da genannt worden sind. Ich fände es richtig, und das fordere ich immer noch, dass von russischer Seite staatsanwaltschaftliche Ermittlungen bei der Vergiftung aufgenommen werden. Das haben sie nie gemacht. Wenn jemand vergiftet wird, dann hat die Staatsanwaltschaft zu ermitteln. Die Täter, die potenziellen Täter, die Beweismittel. Der Fall insgesamt hat in Russland stattgefunden. Er ist auch kein Fall der bilateralen Verhältnisse zwischen Deutschland und Russland, sondern ist einer der internationalen Staatengemeinschaft. Die Organisation zur Verhinderung von Chemiewaffen ist eine internationale Staatengemeinschaft. Russland ist Mitglied dieser Organisation und hier ist nachweislich eine Chemiewaffe zum Einsatz gekommen, die geächtet ist. Darauf muss es ja eine Antwort geben. So, und die russische Antwort ist im Moment, ja, wir bekommen ja nicht alle Informationen, die sozusagen aus dem Bundeswehrlabor raus sind, wir bezweifeln, dass es wirklich Novichok war. Aber nicht nur das deutsche Labor hat das herausgefunden, sondern auch das französische, das schwedische. Die Frage ist immer, warum überstellen wir denn nicht die Formel, die tatsächliche Formel? Das hat was mit Proliferation zu tun. Ich finde, da könnte man irgendwie aktiver miteinander zusammenarbeiten und versuchen, diesen Fall aufzuklären. Dass Nawalny jetzt so berühmt ist in Russland, aber auch darüber hinaus im Rest der Welt, das ist ein Stück weit auch des unsouveränen Umgangs der russischen Regierung zu verdanken. Das muss man ganz klar so machen, so sagen. Sie haben ihn auch dazu gemacht, dann letzten Endes. Ich hätte mir gewünscht, dass die Regeln, zu denen Russland sich international verpflichtet hat, auch eingehalten werden und mit ein bisschen mehr Souveränität dieser Fall dann auch abgearbeitet wird. Vielen Dank, Johann. Jetzt kommen wir aber zur Energiepolitik. Ich meine, du bist der energiepolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ich stelle mir jetzt eine etwas ketzerische Frage. Wenn jetzt die Pipeline, die Nord Stream 2, wenn die nicht schon zu 95% oder 95% sind es, glaube ich, oder noch mehr fertiggestellt worden wäre, sondern wir würden sie jetzt planen, wärst du dann dafür, dass wir sowas bauen? Oder ich meine, jetzt ist ja die Situation eine andere, aber wie hast du das damals bewertet? War das eigentlich eine kluge Sache, so eine Pipeline zu bauen? Hat uns ja nur Ärger gebracht, wenn ich das mal sagen darf. Das weiß ich nicht. Ich glaube nach wie vor, dass es eine kluge Sache ist und dass es auch nach wie vor richtig ist, aus mehreren Gründen. Erstmal haben wir das ja nicht geplant. Wir haben ja keinen Bundestagsbeschluss, dass wir jetzt eine Pipeline bauen, sondern es waren über 100 Firmen im internationalen Kontext. Zugegebenermaßen viele deutsche Firmen, aber im europäischen Bereich über 100 Firmen, europäische Firmen, die daran beteiligt sind. Das heißt, es gab auch über 100 Mal in den Unternehmen Financial Closings, wo Menschen in den Unternehmen darüber nachgedacht haben, ob das wohl eine sinnvolle Idee ist, diese Pipeline dann auch zu bauen. Und alle sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es sinnvoll ist. Als Energiepolitiker muss ich sagen, ich finde es auch sinnvoll. Denn wir haben so wahnsinnig viele Gasbezugsquellen in Deutschland zum Beispiel nicht.
Wir haben Russland, wir haben Norwegen und wir haben die Niederlande als Gasbezugsquellen. Und nur ganz wenig eigene Gasproduktion in Deutschland, die ist wirklich verschwindend gering. So, und die Niederlande liefern ungefähr ein Viertel unseres Gases, das wir im Moment verbrauchen, und werden in den nächsten 5 Jahren auf null runterfahren. Das ist eine dramatische Entwicklung. Und wir müssen diese Gaslücke irgendwo substituieren. Das können wir machen mit Norwegen, aber das können wir auch machen mit Russland, aus meiner Sicht. Und wir steigen gleichzeitig aus Atomenergie und aus Kohleenergie. Und wir werden, bis wir 100% Erneuerbare, ich würde mir das eher heute als morgen wünschen, aber bis wir die haben, Gas als Übergangstechnologie brauchen. Und nicht nur wir in Deutschland, sondern vor allen Dingen wir auch in Russland, wir auch in ganz Europa, bis hin zur Ukraine, denn wir haben ja diese Reverse-Flow-Technik auch da noch mit einbegriffen. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Pipeline brauchen, dass wir die Gasmengen auch brauchen, zumindest für die nächsten 10 Jahre. Die Frage wird dann sein, in der Dekade von 2040 bis 2050, werden wir dann noch so viel Erdgas brauchen? Wahrscheinlich nicht, weil wir Ausbau von erneuerbaren Energien hinbekommen haben und auch ein paar systemische Fragen gelöst haben, netzsystemische Fragen gelöst haben, innerhalb der Europäischen Union. Aber dann werden wir Unmengen von erneuerbaren Energien auch importieren müssen. Deutschland war immer ein Land von Import von Energie, vor allen Dingen in Öl und Gas. Und wir werden nicht all unsere Energie, die wir verbrauchen, für Mobilität, für industriellen Sektor und so weiter, selber in Deutschland erzeugen können. Das heißt, wir brauchen ausländische Bezugsquellen für grüne Energie. Und bevor wir anfangen, über Marokko und Rekolonialisierung vom afrikanischen Kontinent nachzudenken, irgendwie vielleicht Wasserstoff in Afrika zu produzieren mit Solaranlagen und den irgendwie nach Deutschland zu produzieren, würde ich gerne die verlässliche Energiepartnerschaft der letzten Dekaden mit Russland weiterhin aufrechterhalten und grüne Energie in Form von grünem Wasserstoff aus Russland durch diese Pipeline dann auch beziehen wollen. Wenn wir alle Verbindungen abreißen, hat keiner mehr was zu verlieren. Wir brauchen diese Verbindung im wahrsten Sinne des Wortes. Johann, mein letzter Gast, den ich hatte, war der Kollege Michael Westhagemann, unser Hamburger Wirtschaftssenator. Und der gilt ja so ein bisschen als der Vater des Wasserstoffs in Hamburg. Auf jeden Fall. Er macht ja also, dass Moorburg jetzt Wasserstoff, den großen Elektrolyseur kriegt. Das ist schon auch sein Werk. Und ich finde das ziemlich großartig, weil Wasserstoff ist in meinen Augen eine absolut unterschätzte Energieform. Ich bin selbst immer ein bisschen skeptisch, ob wir so gut bedient sind, bei den Autos so stark auf Batterie zu setzen. Ich glaube, dass insbesondere bei LKWs und bei größeren Sachen Wasserstoff eigentlich der klügere Ansatz ist. Aber ich glaube, im Wasserstoff liegt wirklich die Zukunft. Gibt es Gespräche mit den Russen, den Wasserstoff, also dort auch Wasserstoff, grünen Wasserstoff, muss man ja sagen, zu produzieren, also Wasserstoff aus erneuerbaren Energien? Also um ehrlich zu sein, das muss wachsen, die Erkenntnis muss auch wachsen. In meinen Gesprächen führe ich das immer wieder an. Wladimir Putin selber hat in seinen Regierungserklärungen zunehmend Wasserstoff in den Fokus genommen. Und das wird eine Zeit lang brauchen, bis wir diese Erkenntnis dann tatsächlich auch durchgesetzt haben. Und wenn wir ehrlich sind, war das bei uns ja auch so. Also als wir vor 8 Jahren angefangen sind, Matthias, da gab es ja auch in unseren Reihen, darf man ja ruhig sagen, noch den einen oder anderen, der wirklich fest davon überzeugt war, dass 2050 auch noch Braunkohlekraftwerke bei uns sind und das auch eine gute Idee wäre, dass das so ist. Das stimmt. Das heißt, wir haben auch einen Erkenntniswandel durchgemacht und das muss man den Menschen in Russland auch zugestehen. Es gibt unglaubliche ökonomische Perspektiven, es gibt ökologische Perspektiven, die damit unmittelbar verbunden sind. Und ich glaube, auch auf russischer Seite hat man ein großes Interesse, dass die Energiepartnerschaft zur Europäischen Union und vor allen Dingen auch zu Deutschland aufrechterhalten wird. Und wenn man versteht, dass wenn wir 2050 klimaneutral sind, wir kein Erdgas, fossiles Erdgas mehr importieren dürfen, dann versteht man auch, dass man eine Alternative braucht. Und die einzige Alternative dazu ist grüner Wasserstoff. Und von daher ist mir nicht bange, dass wir gemeinsam diese Lösung noch voranbringen können. Kannst du, Johann, letzte Frage, kannst du noch was sagen zum Verhältnis Amerika, also insbesondere bezogen auf die Pipeline? Wie gehen wir damit um? Gibt es Signale, wie die neue Biden-Administration die Pipeline bewertet? Ich meine, bei Trump war das ja bekannt. Ja, also der Staat war ja
von beiden Seiten, also der Start von der beiden Administration war ja irgendwie von beiden Seiten begleitet. Also ich glaube, dass es diplomatisch nicht sehr klug ist, den russischen Präsidenten in einer der ersten Pressekonferenzen als Killer zu bezeichnen oder zumindest zu bestätigen, dass es aus seiner Sicht so sein könnte. Aber auf der anderen Seite ist Biden und Putin auch ganz schnell schon mal der Start in die Abrüstungsverträge gelungen. Das heißt, es gibt hoffnungsvolle Signale und es gibt welche, wo man sagt, das war vielleicht keine Sternstunde der Diplomatie. So, dass die USA extraterritoriale Sanktionen androht auf Fertigstellung der Nord Stream 2 ist schon eine besondere Situation. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Administrationen da so schnell auch nicht rauskommt, weil das ist keine Frage zwischen Republikanern und Demokraten, sondern das scheint politisch allgemein gesehen zu werden. Nur dann würde ich mir auch gerne mal das Gesetz genau angucken. Das Gesetz in den USA lautet Gesetz zur Verhinderung oder zur Sicherung der Energieautonomie Europas. Und wenn denn die USA wirklich ein Interesse hat, über zu große Abhängigkeiten von Ländern und Kontinenten zu reden, dann lass uns das mal insgesamt machen. Denn die USA importiert natürlich auch große Mengen Rohöl aus Russland selber in die USA. Und dann wollen wir das in einem fairen Dialog miteinander. Keiner kann Interesse daran haben, dass es geopolitische Abhängigkeiten aus Naturressourcen gibt. Aber das darf man dann auch nicht nur zwischen zwei Ländern betrachten, sondern das muss man dann in einem globalen Kontext setzen. Und ich bin sogar sicher, dass würde man das in einen globalen Kontext setzen, man zu dem Ergebnis käme, dass die Abhängigkeit dadurch nicht erhöht wird. Also von daher aus meiner Sicht fair enough, über das Thema zu diskutieren, dann aber all hands on deck mit allen zusammen. Und dann kommen wir auf eine gute Grundlage. Ich bin sicher, dass diese Pipeline zu Ende gebaut wird und ich bin auch sicher, dass die Amerikaner ihren Frieden damit finden werden und dann irgendwann ein anderes Thema vielleicht interessanter ist. Klare Worte, Johann. Wir hatten gesagt bis 20 Uhr. Es ist 20 Uhr, aber ich hab noch eine letzte, das ist so die Königshafenfrage. Ich meine, du bist ja in einer ganz schwierigen Situation. Du bist der Russland-Beauftragte, der Russland-Koordinator und du kannst da gar nicht richtig hinfahren wegen dieser blöden Pandemie. Aber das wird ja irgendwann vorbei sein. Und wenn du jetzt einen Wunsch hättest, wo du in Russland, also jetzt nicht jobmäßig, ne, aber was dich so am meisten reizen würde, was wäre die Region, wo führt dich deine erste Reise hin, wenn du die Freikarte hast? Naja, ich war ja schon in meiner Funktion in St. Petersburg und in Moskau. Und ich muss sagen, St. Petersburg hat mich wirklich beeindruckt. Da war ich vorher noch nicht. In Moskau war ich schon mal, aber St. Petersburg war immer mein Traum, auch mal die Eremitage zu sehen. Und ich durfte sogar eine Rede halten in der Eremitage. Das war für mich ein ganz bewegender Moment. Also da habe ich schon mal einen Haken dran. Als Energiepolitiker hat man immer, also mir geht es so, seit Jahren denke ich, ich würde gern mal nach Novi Urengoi, um dort mal die Gasfelder zu sehen und die Rahmenbedingungen, wie dort Gas gefördert wird, anzuschauen. Mich würde echt interessieren, mal am Baikalsee gewesen zu sein. Und ich finde auch besonders reizvoll, Vladivostok nochmal zu sehen, dass man sozusagen vom Kontinent her zu Asien gehörend, aber sehr, sehr europäisch ist. Und diesen Widerspruch oder diese Situation, eine europäische Stadt in einem asiatischen Umfeld zu haben, das würde ich gerne mal erleben. Und wenn wir in vernünftigen Zeiten leben würden, glaube ich, dann hätte ich irgendwie auch versucht, das sicherzustellen, dass das möglich ist, dass man das auch in Augenschein nimmt. Johann Dominik, mein Büroleiter, ist verheiratet mit Nastja und Nastja kommt aus St. Petersburg. Und du hast jetzt auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Fan. Großartige Stadt. Also, super Abschluss. Lieber Johann, ich habe mich total gefreut auf dieses Gespräch und die Freude war nicht unbegründet, wie ich jetzt feststelle. Es hat mir viel Freude gemacht und ich glaube, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen hat es auch Freude gemacht und das waren spannende Auskünfte über ein nicht ganz einfaches Verhältnis. Lieber Johann, herzlichen Dank und wir sehen uns. Tschüss. Ich danke dir. Alles Gute. Bis bald. Tschüss, Matthias.